Was geht ab, meine Wettenfreunde, und willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Majora's Mask. Ich habe mal, als ich beim letzten Save State nachgeschaut habe, was ich noch so für Save States habe, ist mir aufgefallen, dass ich einen vom 20.10.2012 habe. So einfach nur so, what the fuck? Und die Grafikglitches, die kann ich mir selber nicht erklären. Die manchmal auftreten. Also hier im Pausenmenü ist jetzt noch alles okay und irgendwann verändert sich das. Wie man es halt gerade gesehen hat. So, wir haben im letzten Part die Fee geholt und bringen sie jetzt zurück. Taya und du, junger Freund im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Natürlich wieder die ollenselben Feen, wie auch schon in Ocarina of Time. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies bescheidene Geschenk an. Jo, gib her, Olle. Damit können wir dir was richtig Geiles machen. Blup. Oh, ist das ein geiler Stoff, Mann. Oh, der zieht ja voll durch. Oh. Swing. Ich halte Luft in der Hand. So, dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in der derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B gedrückt, um größere Blasen aufzupusten. Ja, die fliegen nämlich weiter. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magie, Flaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horror-Kid. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal und ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Das Kreischen auch. Ich musste auch schon feststellen, als ich das letzte Mal zwei Majora's Mask Videos am Stück aufgenommen habe, dass mit der Zeit echt ein riesengroßer Tonunterschied entsteht. So, wir können jetzt hier schießen. Mal so ein bisschen aimen. Und Feuer. Pam. Er versucht die ganze Zeit diesen Ballon abzuschießen, aber mit seinem kleinen Erbsenschießer, da funktioniert das nicht so gut. Hä? Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für ein Deko-Kerl. Wir bomben mal mein Versteck von dem Ausmann ins Observatorium. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber ich glaube ja nicht, dass das so einfach ist. Aber glaube ja nicht, dass das so einfach ist. Oh Gott, lesen und so. Zuerst musst du einen Test bestehen. Ja, ich bin bereit. Na gut, aufstehen, Jungs! Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst du losgehen? Oh, voll Offbeat. So, und jetzt müssen wir 5 Leute finden, die verstecken sich hier in komplett Unruhestadt. Ach, da hinten war der erste. Okay, ich dachte in der anderen Ecke. Ja, und Ziel ist es halt nur, wir müssen sie erwischen. Fertig. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind noch 4 übrig. Ja, die verstecken sich in ganz Unruhestadt. Es sind nie 2 an einem Ort. Und ja, das ist so leck, tut mir übrigens leid. Ich weiß nicht, ich kann die Performance leider nicht verbessern. Weil angezeigt werden mir 17 FPS und eigentlich müssten es 30 sein. Beziehungsweise 25. So, der hüpft. Tschüss. Oh.
Da müssen wir aufpassen, das darf nicht zu oft passieren. Das Problem ist auch, dass da ein... Ja, hier ist halt ein Trigger, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinratschen. Ja, Hammer. Sehr gut. Oh, du hast mich gefangen, jetzt sind noch drei übrig. So, haben wir den auch geklärt. So, dann hole ich mir mal kurz noch was ganz anderes. Ja, Taya, ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Hier drin gibt es übrigens das beste Elixier im Spiel. Das ist wirklich das Beste. Das werde ich mir auch bei einem Tempel werde ich es mir holen müssen. Das heißt, ich muss halt vorher die Quest machen. Ich komme hier noch gar nicht rüber, ne? Nee. Okay. Dann brauche ich da erst wieder meine menschliche Gestalt. Schade. Aber kein Problem. So, wir haben übrigens auch einen ganz besonderen Schild. So eine Dekoschale. Jetzt muss ich suchen. Ich weiß leider nicht mehr gerade, wo die ganzen Leute sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal, so wie man es halt klassisch macht, alle Gebiete ab. So, hier wird keiner sein, aber ich wollte trotzdem mal gucken. Aber man hört auch nichts. Das ist der Postbote. So, hier müsste aber wieder jemand sein. Ja. Da oben ist er. Man kann sich auch nicht an die Leute anschleichen. Also man muss ihn halt wirklich hinterherjagen. Wenn man allerdings weiß, wie die sich verhalten, dann ist das kein Problem. So, der Dude wird auch noch wichtig. Aber da habe ich dann später noch eine kleine Technik für euch parat. Perfekter Treffer. Oh, du hast mich gefallen. Jetzt sind noch zwei übrig. Da habe ich dann noch eine ganz besondere Technik für euch parat. Für den Fall, dass ihr das selber mal machen müsst. Ich wusste es als Kind noch nicht. Achso, ja stimmt, wir müssen ihn ja anschlagen. So, zack. Dann müsste hier noch einer sein. Dann sind wir auch gleich fertig. Ach nee, falsches Gebiet. Ups, Salah. Aber wo ist denn dann... Oh, jetzt muss ich überlegen, wo waren denn die anderen beiden? Ah ja, genau, da oben war noch jemand. Okay, sind doch anscheinend schuldig, dann... Hat mich meine Erinnerung gedrückt. Ach, jetzt komm schon. Komm schon, oh Gott. Na, no, einer noch. So, ja, hier müssen wir sowieso auch noch rein. So, alle hopp und los. Als Decke können wir nämlich hier oben rauf. Ja, hier war der ja eigentlich. So, hier ist eine schöne Glocke und hier oben, die Tür ist nie abgeschlossen. Die unten hingegen schon. So, hier drin ist zwar, glaube ich, keiner. Na, eigentlich bräuchte ich auch noch nicht rein. Ich sollte hier allerdings später nochmal reingehen. Aber wir können uns hier durchaus noch einen gleichen Herzteil holen. Dann habe ich das wenigstens gleich schon mal hinter. So, vor morgen früh müssen wir alle gefunden haben. Das heißt, wir haben jetzt noch etwa 12 Stunden Zeit. Es jetzt abends um 6 ist und morgens um 6 müssen wir fertig sein. Die Hunde mögen uns übrigens nicht. So, ja, wo könnte denn jetzt noch einer sein? Ja, es sind 60 Stunden verbleibend, die ersten 12 sind um. Oder war doch in der anderen Ecke auch noch jemand? Ja, ich höre noch jemand laufen. Also war hier in der anderen Ecke doch noch jemand. Ach, der Big Boss ist hier. Ach ja, und hier übrigens den Kerl hier links, den werden wir gleich, oder, naja, nee, gleich ist ein bisschen übertrieben, später nochmal sehen. Weil der hier in der ersten Nacht etwas macht, was nicht schön ist. Ja, du bist ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Ja, wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall, keine Dekos. Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen. Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid, es war Hawkett.
Ich verrate dir trotzdem den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Eins, drei, vier, fünf, zwei. Brauchen wir eigentlich nicht, aber ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben. So. Ja, hier können wir halt, wie gesagt, gerade nichts machen. Weil der Typ, der hat kriminelle Machenschaften vor, die wir vereiteln müssen. Das Problem ist an der Stelle jetzt leider, wir können es in der aktuellen Gestalt nicht. Wir brauchen dafür ein Schwert. Das heißt also, wir müssen ein Mensch werden, damit das funktioniert. Warte, da. So, und die Sache ist auch, wir haben gleich nichts mehr zu tun. Deswegen möchte ich dem Part jetzt wenigstens noch bis hier reinkommen. Weil wenn wir im Observatorium sind, dann müssen wir was begutachten. 1, 3, 4, 5, 2. Dann müssen wir was begutachten, dann kriegen wir ein Item. Und dieses Item brauchen wir für etwas Besonderes. Und dann können wir auch schon zum Horror-Kit. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus des Sterntypens. Und, ja, es lebe die Bruderschaft der Bomber. So, hier gehen wir jetzt noch rein, dann endet der Part auch. Das heißt also, wir müssen den ganzen Tag lang nichts tun. Und da weiß ich, was wir dagegen tun können. Wir können jetzt nämlich zeitlich überspringen. Aber was ich damit meine, das werden wir gleich noch sehen. So, hier können wir lang. Da ist nämlich eine Skulltula, eine Olle. Das ist damit auch der erste Gegner im Spiel. Den wir jetzt gerade geskippt haben. So, hier müsste Magie drin sein. Ach, und Rubine. Na dann, sliden wir mal durch hier. Da ist Magie drin. Und hier auch. So, aber was denn jetzt das Observatorium ist und wie es dort drin aussieht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für die Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Stay Play.